Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Hearts Medicine. Wir machen weiter mit der vierten Schicht. Guten Morgen, Robin. Sind das die Abrechnungsunterlagen von der Krankenkasse? Nein, Daniel hat die Sachen rübergeschickt. Aha, er braucht also meine Hilfe. Was? Dann zeig doch mal her. Eigentlich hat Daniel mich gebeten, mir seinen Patienten mal anzusehen, John. Es tut mir leid, Robin. Ein Patient wartet auf mich, John. Dürfte ich helfen? Oh, sie ist so lieb, ne? Sie ist so lieb. Akten ordnen. Alles klar, das dauert einen Moment. Dann schicke ich die Rentnerin direkt mal hier hin zum Umziehen. Ach, wir haben es ja gleich schon. Wir haben ja gleich schon die Hälfte geschafft. Das ist ja super. So, und ich frage mich gerade, war nicht irgendwas mit Robin und John? Die waren doch mal zusammen, oder? Ich meine, die waren mal zusammen. Glaube ich. Ist jetzt schon ein bisschen her, dass wir den zweiten Teil gespielt haben. Aber ich meine echt, da wäre was gewesen. So, Moment. Die blaue 2 ist es. Jo, richtig. Jetzt sehr schön. So, befördert. Und du gehst dann direkt hier hin. Dich schicke ich dahin. Du kommst hier hin. Oh, sie hat die Herzen gar nicht voll, ne? Wisst ihr was? Dann entlasse ich sie mal. Nicht, dass sie dann noch viel, viel mehr verliert. Hier beeilen wir uns und suchen wieder nach ein paar Wunden. Da ist eine. Ich kann meistens gar nicht so schnell gucken, wie viele Wunden es insgesamt gibt. Es gibt aber 2 bei ihm. Alles klar, befördert. So, mein Lieber, du kommst hier hin, du gehst dahin, dann klebe ich dir mal eben fix das Pflaster drauf. Das geht ja schnell. Und dann wirst du da behandelt. Dich schicke ich hier hin, dann kann ich euch wenigstens zusammen gehen lassen, oder? Oh, ich habe dich gehört, Oliver. Da bist du. Ich habe dich auch gesehen. So, dann schicke ich euch direkt schon mal nach Hause. Geh noch mal eben fix hier hin. Da kommt wieder eine bucklige alte Frau. Die finde ich ja nach wie vor so putzig. So, du kommst dann hier hin, du kommst hier hin. Oh, ich muss mich beeilen, damit ich das hier noch hinbekomme. Ja, ihr, die Sprechblase verschwindet. So, dann bekommst du dein Pflaster. Dich schicke ich weg, dann kümmere ich mich um dich. Oh, jetzt geht's aber ab, ne? Dann hebe ich hier noch mal fix die Akten auf. Ach Gott, jetzt muss sie noch behandelt werden. Ach Mist. Egal, das ziehen wir auf jeden Fall noch durch. Wie viel brauchen wir? 75. Okay, okay. Gibt es hier für Punkte? Vielen Dank, Allison. Wir haben uns noch nicht offiziell kennengelernt. Ich bin Robin. Robin Fischer, Chefin der plastischen Chirurgie. John und ich waren mal verheiratet. Hat man wohl gerade gemerkt, nehme ich an. Ich muss mich jetzt mal ein paar Sachen kümmern. Aber wenn du mal jemanden brauchst, mit dem du reden kannst, ich habe meine Dienstzeiten im Pausenraum ausgehangen. Aha. Stimmt, da war was. Die beiden waren tatsächlich mal verheiratet. Hat das jetzt hier noch funktioniert mit der Kombo? Jo, gehörte noch dazu. Supi. Akten haben wir geordnet. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob uns das Punkte gebracht hat. Konnte ich nicht drauf achten. Du hast noch eine Wunde hier oben. So, wir haben aber jetzt schon 42. Wurden direkt schon befördert. Du hast deine Herzen da komplett voll. Das ist super. Kommt denn jetzt auch der nächste Gast? Ach, der nächste Patient. Mein Gott, ich muss mich echt wieder ein bisschen umgewöhnen. Warum kommt kein Patient mehr? Nicht, dass er da gleich irgendwie voll viele Herzen verliert. Du kommst erstmal hier hin. Wir haben ja ein kleines bisschen Zeit, ne? Bis er dann tatsächlich was verliert. Ich gucke jetzt erstmal bei dir, suchen wir mal fix die Wunden. So, du hast eine, du hast 2. Oh, du hast ganz viele. Du hast 4, ne? Insgesamt. Da ist noch eine und ich übersehe eine. Leute, Hilfe, ich übersehe eine. Ich übersehe eine. Nein, da! Nein! Oh Mann, ich bin aber schon im roten Bereich. Trotzdem noch befördert. Trotzdem noch alles toll. Das ist ja super. So, Blutdruck messen. Oh, blaue 8. Blaue 8, 5. Blaue 8 und 5, glaube ich. Jo, war sogar richtig. Ach, fantastisch. Gut, gut. So, dann schicke ich dich direkt hier hin. Du kommst dahin. Vielleicht haben wir jetzt sogar mal eine Vierer-Kombo. Das wäre auch richtig toll, ne? Wenn wir uns ganz, ganz fix um dich kümmern. Oh, er hat leider nicht so viele Herzen. Aber dich schicke ich jetzt zum Ausgang. So, dann sollte es aber einigermaßen passen. 42 haben wir jetzt. Und 62, 63, 65. Ah, super. Gut, die 10 werden wir jetzt hoffentlich noch zusammenbekommen. Ich glaube, ich fülle hier mal auf. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass jetzt bestimmt keine 5 Gäste mehr kommen. Dich kenne ich auch noch gar nicht. Oh Gott, die sah ja auch mega krank aus. Aber gut. So, 1, 2 Patienten noch. Das wäre echt super. So, dich schicke ich hier hin, dich schicke ich da hin. Nein, das war die falsche Liege. Das war leider die falsche Liege. Na, komm schon. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Oh, du hast voll viele. Nummer 4, noch eine. Ich finde es nicht. Ich finde es nicht. Leute, Hilfe. Ich bin die schlechteste Ärztin der Welt. Wo denn? Oh shit, oh nein. Oh nein, nicht geklappt. Muss ich das jetzt nochmal machen oder kommt der mir da jetzt zur Hilfe? Ich weiß es nicht. Es tut mir sehr leid. Tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass ich dich nicht vernünftig behandeln konnte. Ich hoffe, bei den anderen hier bin ich jetzt ein bisschen besser. Da wieder den Blutdruck messen. Oh, 1, lila 1.
Lila 1, oh Gott, Lila 1, Grün 1, Lila 1, Grün 1, das war 3, ne? Jo, eieiei, boah, das wird noch schwierig, Leute, das wird echt später bestimmt noch richtig schwierig. Aber sie verliert da gar kein Herz, das ist schon mal gut. Trotzdem habe ich die Befürchtung, dass sie mir auch keine Punkte bringen wird, ne? Aber mal schauen. Jo, wir haben es aber geschafft, ach super, das freut mich. Hey, Schicht geschafft. Ach super, behandelte Patienten 13. Yippie, aber wir haben den Oliver nicht, ne? Doch, haben wir. Ach ja, stimmt, der war dahinter. Goldherzen. Verdiene dir ein 6. Herz, um einen Goldpatienten zu erschaffen, dessen Gesundheitszustand sich nie mehr verschlechtert. Tipp, um einen Bonus zu bekommen, solltest du mehrere Goldpatienten gleichzeitig abrechnen. Ja, das wäre schön. Das wäre schön, wenn ich das mal hinbekommen würde. So, ich würde sagen, wir verbessern eine Liege. Wir verbessern auch einen Stuhl und sparen jetzt. Ambulanz ist hier, Dr. Holt. Ja, das war sie beim letzten Mal auch schon. Allison, das ist Dr. Gabriel Holt, der Chef der Kardiologie im Mercy Hills, dem größten Krankenhaus in der Gegend. Aber nicht so ungemütlich wie das hier. John hat mir erzählt, dass Sie nach Ihrem Praktikum Interesse an der Kardiologie hätten. Ich möchte dafür sorgen, dass es weniger Herzanfälle gibt. Wir sind hier drüben und beobachten nur. Okay. Okay, also der ist jetzt aus dem anderen Krankenhaus? So habe ich das jetzt verstanden. Oh, wie tapst er denn rein? Ist ja niedlich. So, wie viel brauchen wir? 80. Okay, okay. Bin ich gespannt, ob wir das hinbekommen. Der John hat da gerade nochmal seine Fliege zurechtgerückt. Er ist in der Dusche zusammengebrochen. Bitte helfen Sie uns. Er erleidet einen Schock. Wir müssen ihn stabilisieren, bevor wir ihn in den OP schaffen können. Halt ihn fest, während ich ihn ruhig stelle. Okay, jetzt haben wir hier wieder jemanden, den wir behandeln müssen. Okay, okay. Oh, alle anderen darf ich natürlich nicht vergessen. Allison, bitte mach mit den anderen Patienten weiter. Ich rufe dich, wenn ich Hilfe brauche. Alles klar. So, ihr anderen Patienten, dann beeilt euch mal. Wir kommen ganz fix zu dir und suchen deine Wunden. Nummer 1. Ah, du hast auch nur eine. Supi. Befördert. Yay. Ich hab das Gefühl, ich werde hier in einer Tour befördert. Voll schön. So, du bist jetzt auch gleich fertig. Du kommst dann hier hin. Dich schicke ich hier hin. So, dann muss ich dich nochmal untersuchen. Oh, ich muss hier ein bisschen was machen. Ja, ja, Alice, bitte hilf mir. Ich eile. So, dann kommst du hier hin. Du kommst dahin. Dann müssen wir bei dir Blutdruck messen. Konzentration. 6. Nur die 6, alles klar. Je, ich kann auch vorher nicht da oben hinschauen. Das kostet alles. Das kostet dann alles. Bisschen zu viel Zeit. Wo bist du? Wo bist du? Da oben war er, ne? Ich glaube, er war da oben. So, du kommst hier hin, du kommst da hin. Soll ich hier jetzt schon abrechnen? Ich weiß ja nicht. Ich such mal eben schnell deine Wunden. So, wie viel hast du? 2. Nummer 1 und Nummer 2. Bitteschön. Dann kannst du jetzt hoffentlich ganz schnell hier zur... Oh Gott, zur Rezeption gehen. Du gehst dahin. Blutdruck messen, das kriegen wir noch hin. So, merkt ihr? Oh Gott, was? Katze? Katze, Tiger? Katze, Tiger? Eieiei, wow, das wird immer schwieriger. Das wird echt immer schwieriger. So, geh mal bitte hier hin und dann kassieren wir hier schon mal ab, ne? Yay, Geschenk. Ach, super. Ah, super. Allison, bitte hilf mir mal. Ja, ich komme. Ich komme so schnell ich kann. So, hier klicken. Und ich sollte vielleicht auch darauf achten, dass ich hier den besseren Stuhl immer auswähle, ne? Das ist ja sonst ein bisschen blöde. Ich habe aber das Gefühl, ich bin nicht so gut mit den goldenen Herzen. Irgendwie, oh Gott, Entschuldigung, irgendwie will das hier nicht so vorangehen, habe ich manchmal das Gefühl. Obwohl ich eigentlich echt schnell bin. Aber okay, Oliver, ich hab dich. Du hast mir ein Schwänchen, Oliver, gefunden. Ja, du gehst hier hin, du gehst dahin, du gehst dahin. So, was müssen wir machen? Wir müssen uns jetzt erstmal um dich kümmern wahrscheinlich, ne? Mache ich erstmal und dann komme ich auch ganz fix zu dir. Ich hoffe, das kriegen wir noch hin in der Zeit. So, dann gehst du hier hin. Du musst einen kurzen Moment warten. Das wäre super. Du kommst hier auf den Stuhl. Das war leider der falsche. Ich kümmere mich eben um dich. Du gehst schon mal dahin. Dann kümmern wir uns um dich. Die verlieren da aber keine Herzen. Das ist alles noch super. So, hier hin und dann dahin. Nee, das war jetzt der richtige Stuhl, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich muss mich jetzt hier konzentrieren. 7. 3. 1. 1, 3, 7. Eieiei, da besteht natürlich noch die Gefahr, dass ich mich dann da am Ende verklicke, ne? Das wäre auch nicht so cool. Aber okay, er hat goldene Herzen. Oh, super. So, wahrscheinlich... Oh, ja, mehr als 4 gehen anscheinend nicht. Okay, ich komme ganz schnell zu dir. Allison, beeil dich, wir haben einen Liebesbrief oder so bekommen. Ach, cool.
Das ist sehr cool. So, 60 haben wir. Wisst ihr was? Dann lasse ich euch jetzt direkt zusammen nach Hause gehen. So, du kommst hier hin, Madame. Dann sollten wir die 80 doch auf jeden Fall bekommen. Jetzt noch die Frage, ob wir hier noch was machen müssen. Ach, ich muss da wieder auffüllen, ne? Wenn da überhaupt jetzt noch jemand kommen sollte, dann wäre das nicht schlecht. So, Blutdruck messen. 2 lila. 4 grün. Oh Gott, 2. Oh Gott. Alter! Ich glaube, es war 1, 2, 4 lila. Und was noch? Komm, mach, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. 2 lila. Haben wir es? Es war 4 grün. Boah, ist das schwer. Boah, ist das schwer. Eieiei. Boah, das wird noch ein Problem, wirklich. So, ich habe keine Ahnung, wie viele Wunden du hast. Ich kann gerade nicht gucken. Du hast 3 und ich sehe nicht eine. 1, 2, 3. Oh, noch geschafft. Im orangenen Bereich, gelb-orange, das ist doch ganz gut. So, kümmern wir uns fix um dich. Bekommst du dein Pflaster? Dann gehst du hier hin, dann entlasse ich euch beide. So, du gehst hier hin, Madame. Ah, das klappt ja ganz gut mit den Herzen, ne? Das ist ja noch ganz okay. So, davon haben wir noch 4. Das passt auch alles soweit. Du musst hier hin. Und wohin geht der Junge? Das gucken wir gleich. Wir kommen dann erstmal zu dir. So, du gehst da oben hin. Dann kommen wir als nächstes zu dir. So, du gehst hier hin. Und dann ist der Junge hoffentlich auch gleich fertig. Nein, der muss hier noch auf den Stuhl. Dann messen wir nochmal eben den Blutdruck. Ah, okay. Kuh? Kuh. Okay, also bei Kindern. Bei Kindern haben wir immer diese wunderbaren Tiere hier. Das ist natürlich süß gemacht, ne? So. Dann könnt ihr 2 nach Hause gehen. Seid wieder geheilt. Tschüsschen, bis zum nächsten Mal. Ihr Mann kommt wieder auf die Beine, für den Moment. Ich hatte ihm gesagt, er soll zurückkommen. Er konnte schon eine Weile nicht arbeiten. Die Bank? Oh, wo? Er hat einen Anfall. Dr. Hart. Ruth! Ruf das Mercy Health an. John hatte einen Herzanfall. Oh nein. Diagnostizierende Ärztin. Schicht geschafft. Diagnosespezialistin. Haben wir das erste Kapitel echt schon abgeschlossen? Nächste Schicht freigeschaltet. Ja, super. Und daher werde ich die medizinische Leitung übernehmen, bis John zurückkommt. Irgendwelche Fragen? Zurückkommt? Das ist doch wohl ein Scherz, der Mann hatte gerade einen Herzschlag. Nun, ich hoffe nur, dass John jemanden nach seinem Blutdruck schauen lässt. Es war dumm, von ihm zu versuchen, ihn selbst zu regulieren. Ich fürchte, das ist seine Entscheidung, die John selbst treffen muss. Ich möchte nur wissen, wann der Goldjunge Daniel seine Privatpraxis aufgeht, um Papis Krankenhaus für ihn zu leiten. Manchmal ist der Text auch komisch, ne? Auch nicht meine Entscheidung. Erstmal haben wir noch Patienten, um die wir uns kümmern müssen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Okay. Und nu? Oh, das Labor. Ach, mit der Ruth sind wir zusammen. Die ist ja nett. Hallo, meine Liebe. Du bist also die Neue, was? Ja, Dr. Phelps. Ich heiße Allison. Okay, Allison. Willkommen im Labor. Unsere Hauptaufgabe ist die Untersuchung der Patienten und die Zusammenstellung ihrer Medikamente. Na dann, wollen wir mal loslegen. Okay, Schichtbeginn. Ach, das ist ja cool. Das ist ja echt cool, wie beim zweiten Teil auch, ne? Witzig. So, wir haben hier die Station. Wir haben da 3x Medikamente. Mache ich das richtig? Dich da einfach hinschicken? Achso, und da muss ich das zusätzlich noch geben. Alles klar. Dann gehst du hier vorne hin. Da kommt schon der nächste Rentner. Okay, 85 wären super, wenn wir die erreichen. Was ist da? Robert, wie geht es meinem Lieblingstestobjekt? Fit wie ein Turnschuh. Und wann machen wir endlich unsere Tour zum Aussichtspunkt? Ha, Robert, das ist Dr. Allison Hart, unsere neueste Erwerbung. Robert nimmt bei uns an einem medizinischen Versuchsprogramm teil. Du wirst für seine Medikamente zuständig sein. Keine Angst vor seinem Charme. Robert ist völlig harmlos. Oh, wie süß. So, was muss ich jetzt hier machen? Oh Gott, Leute, das ist so schwierig, weil das so... Oh Gott, im Vergleich... Boah, ich lass dich mal eben kurz gehen, ne? So, weil der Bildschirm, also die Fläche im Vergleich zu dem Rest irgendwie so klein ist. Nee, das ist... Oh Gott, wie geht denn das hier? Wo ist denn das, Oliver? Ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Musst du hier unten hin? Das wird doch voll nicht erklärt gerade, ne? Röntgen ist jetzt hier.
Oh nein, richtig die gebrochene Hand. Oh, es ist genau das Gleiche. Boah, hab ich das gehasst. Wisst ihr das noch? Das habe ich so gehasst, ne? Ja, ja, ich habe die Knochen wieder gerichtet. Ich habe jetzt den Text gar nicht gelesen. Es tut mir leid. Oh, ich hasse Neuerungen hier. Was muss ich da machen? Das ist so schwierig, weil... Ja, wie gesagt, weil man... Ah, klicken, klicken, klicken. Vielleicht auch alles nur eine Gewöhnungssache, ich weiß es nicht. Oh Gott, jetzt kommt schon wieder was. Du würdest nicht zufällig etwas Brandy in diese Tasse füllen, wenn ich ganz lieb darum bete, oder? Man kann es ja mal versuchen. Na dann, Prost. Er ist ja super. Dein Puls sieht prima aus, Robert. Du hältst dich gut. Von hier aus betrachtet siehst du auch prima aus, Püppchen. Ich werde dich vermissen, wenn du hier aufhörst, Robert. Oh, süß. Ja, trotzdem ist es hier alles noch ein bisschen kompliziert gerade. Das ist für dich, das ist dann für dich. Ja, was ich jetzt aber eigentlich sagen wollte, das eigentliche Problem dabei ist, dass wir jetzt hier... Oh Gott, jetzt musst du auch noch warten, ne? Dass wir jetzt hier die schwarzen Ränder haben. Du musst erstmal dahin. Und der Bereich zum Klicken relativ klein ist. Ich muss euch mal eben entlassen, sie verliert dann nämlich schon. Der Bereich zum Klicken halt nicht so groß ist, wie ich es bisher gewohnt bin. Und wenn dann solche Sachen kommen, wie zum Beispiel mit dem Pfeil ziehen oder so, dann ist das gar nicht so leicht. Alles klar, das dahin, okay? Wird aber alles nur eine Gewöhnungssache sein. Also ich denke, früher oder später werde ich dann bestimmt schon ganz gut klarkommen. Und wenn wir uns an den zweiten Hearts Medicine-Teil erinnern, der war ja auch allgemein ein bisschen schwieriger als die Emily-Teile, ne? Im Vergleich dazu waren die ja doch relativ easy, so schnell zu dir. Leute, ich glaube, wir kriegen es hier nicht hin mit den 85. Das könnte echt problematisch werden. Ich gebe natürlich mein Bestes. Wir sind jetzt hier im ersten Level im Labor. Müssen wir mal schauen, wie es dann später so sein wird. Du gehst auf jeden Fall hier hin. Ich weiß auch noch nicht, wie wir dann den Medikamentennachschub bekommen. Oh, goldene Herzen, super. Das ist mir gerade noch nicht so wirklich klar. Ich komme mal direkt runter. So, da musst du nur behandelt werden. Das ist schon mal super. Dann gehst du hier hin. Und dann muss ich auch, glaube ich, immer einen Moment warten, bis ich dann dahin laufe, weil ich bin schneller als die Patienten, ne? Aber wir haben ein Geschenk und einen Brief. Gold-Kombo. Oh, super. Super, wir haben 66. Ach, toll. Wie ist das jetzt hier mit den Medikamenten? Muss ich dann da irgendwie was machen? Bin ich gleich mal gespannt. So, du bist schon fertig. Wow, das ging fix. Du kommst hier hin. Davon haben wir noch ein Medikament. Das bringen wir dir dann. Dann kommst du hier unten hin. So, flitzen wir da auch schon mal hin. Was haben wir? Gesten 9 von 9. Okay. Weiß ich auch noch nicht. Oh, hier ist leer. Ach so, dann können wir einfach unten auffüllen. Alles klar. So, du, mein Lieber, gehst hier hin. Jetzt hast du wieder auf 3 aufgestockt, ne? Okay, so, Röntgenbild. Wow. Das ist aber noch schwieriger. Oh Gott. Oh Gott, das ist aber noch schwieriger als im anderen Teil. Das ist noch schwieriger. Aber man hat auch mehr Zeit, glaube ich, ne? Sah zumindest gerade so aus. So, mein Lieber, dann gehst du nochmal eben hier hin. Ich lasse die da nochmal stehen. Du kommst hier hin, dann gebe ich dir direkt da deine Medikamente. Dann komme ich ganz fix zu dir und gebe dir den Tropf. Ich hoffe, das passt noch. Er verliert da gerade kein Herz. Das ist gut. Oh Gott, ist das schwierig. Ist das schwierig. Dahin, dahin. Aber witzig, muss ich ganz ehrlich sagen, mal wieder diese Minispiele zu machen. Das ist cool. Das war ja bei den Emily-Teilen dann nicht so, was ein bisschen schade war. Und ich habe auch das Gefühl, manchmal reagiert Cindy mit dem Klicken nicht so ganz. Aber okay. So, ich kümmere mich schnell um dich. Da muss ich dir aber entlassen, ne? Dann gehst du auf jeden Fall schon mal nach unten. So, wir sind schon über 70. Gold-Kombo. Oh, wow. Oh, wow. Das hätte ich nicht gedacht. Cool. Freut mich. Schön, schön. So, mein Lieber, du bist jetzt bestimmt fertig, ne? Was sagt die Schicht? Die Schicht sagt, ist vorbei. Ach, super. Entlassen wir ihn auch mit goldenen Herzen und haben einen Blumenstrauß. Yay, Schicht geschafft. Ach, super. Oliver hatten wir auch, ne? Glaube ich zumindest. Meerschweinchen. Jo, gefunden. Die Kaffeemaschine gibt den Patienten einen Kaffee, damit sie ein Herz hinzubekommen. Der Kaffee füllt sich im Laufe der Zeit von allein wieder auf. Okay. So, bequemer Wartesessel. Wie viel haben wir denn? 212. Ach, das ist ja super. Dann würde ich sagen, kaufen wir erstmal den für 50. Dann, kaufen wir, das ist empfohlen, davon das zweite und haben jetzt noch 97. Nee. Verringert die Zielpunktzahl. Das ist natürlich auch cool. Kaufen wir das hier und was ist das hier? Mit Musik bleibt der Gesundheitszustand stabiler. Okay. So, würde ich sagen, war es das fürs Erste. Schichtbeginn, keine Story. Ich habe das Gefühl, die Story kommt hier immer so ein bisschen mittendrin, ne? Also während der Schicht dann direkt und nicht am Anfang oder am Ende eines Levels. So, du gehst hier hin, meine Liebe.
Dann komme ich direkt zu dir und muss bestimmt ja irgendwas zusammensetzen. Oh Gott. Ja, das rutscht auch ein bisschen. Rutscht ein bisschen raus. Hat aber noch funktioniert. Toll, befördert. Ja, super. Dann gehst du dahin, meine Liebe. Ich komme auch direkt zu dir. Du kommst da unten hin. Du kommst da unten hin, habe ich gesagt. So, die Ruth steht mal wieder nur rum. Das ist ja fantastisch. So, du bist fertig. Gehst da oben hin. Hast sogar goldene Herzen. Die schicke ich ganz schnell hier hin. Hoffe, dass wir da auch noch schön Herz irgendwie dazu bekommen. Ist das Oliver? Da ist er! Da ist er! Boah, Oliver, bist du schnell, ne? Unfassbar. So, wie war das denn nochmal? Ja, jetzt kommt wieder Story. Du bist Allison. Achso, du bist Allison, die neue Assistenzärztin. Richtig, ich bin Chance Foley, Leiter der Entbindungsstation. Ich habe deine Aura am Empfang bemerkt. Sie ist wunderbar. Allerdings solltest du sie mal reinigen lassen. Wann hast du zum letzten Mal... Oh nein. Oh nein, meine Totemperlen. Jetzt laufen meine Chakras völlig aus dem Ruder. Das können wir natürlich nicht zulassen. Ich helfe dir, sie aufzusammeln. Na super. Na super. Erstmal kümmere ich mich... Ach so. Ja, ich kann mich doch trotzdem um die... Hä? Was ist denn mit ihr? Ja, sorry, Madame. Ja, sorry. Irgendwie standest du falsch und das hat alles nicht so funktioniert. Tut mir leid. So, danach gehst du dahin. Da ist noch eine Perle. Sag mal... Es ist schwierig, die anzuklicken, ey. Hammer. So, das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin. Alles gut soweit. Ich hoffe, du bist fertig. Genau, dann kann ich dich nämlich direkt dahin schicken. Da ist eine, da ist eine, da ist eine. Du gehst hier hin. Wie viele fehlen uns? 4 Stück fehlen uns noch. Da ist eine, dann kommst du hier hin, dann kommst du dahin, dann kommst du dahin. Da ist noch eine Perle. Boah, die sind aber klein, oder? Shit, ich hätte schneller hier sein sollen. Shit. Oh, wie gemein. Das wird ja voll schwierig. Krass. So, das dazu, das dazu. Und das hier kommt dahin. Alles klar, noch gepackt. So, wunderbar, befördert. Dann, ja, ich kann gerade nichts machen, Leute. Ich muss warten, bis sie da fertig ist. Ich kann nichts tun. So, dann gehst du dahin. Ich glaube, wir nehmen mal ihn. Ich muss noch ein paar Perlen finden. Wisst ihr, was ich... Ah, doof. Hätte ich mal andersrum gemacht. Ich muss hier noch ein paar Perlen finden, aber ich sehe halt keine. Was soll ich machen, ne? Wir sind so klein. Du gehst mal bitte dahin. Du bekommst das hier. Kümmern wir uns erst um dich, dann kümmern wir uns um dich. Ey, wo sind die denn? Das ist ja mega krass. Dann kommst du dahin, du bekommst die, bitteschön. Du bekommst die, ja, ich muss aufstocken. Ich weiß, ich muss aber erstmal hier hin. Boah, dauert das doch alles. Das kann doch nicht jetzt schon so schwierig werden. Eieiei, ich sehe die Perlen nicht. Oh, shit. Wow, das ist... Echt krass. Im Vergleich zu den Emily-Teilen, ey, ist unmöglich. Unmöglich. So schnell dahin, dann du dahin, dann du dahin. Ich brauche noch Perlen, Leute. Ich sehe die einfach nicht. Ich habe auch gar nicht die Zeit, hier überhaupt mal nachzuschauen, wo die sein könnten. Dahin, ich entlasse euch mal. Ist mir gerade lieber. Ich kümmere mich um dich, dann kümmere ich mich um dich. Wir haben ein Geschenk. Das ist super. Ich kann froh sein, wenn ich hier die 75 erreiche. Man sieht hier auch manchmal ganz toll, welche man hier überhaupt benutzen kann, ne? Ist ja sehr nett. So, das dahin, das da oben hin und das... Na, komm schon, dahin. So, du mein Lieber, ja, ja. Du mein Lieber, gehst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin. Ich hätte echt gern noch Perlen, aber es tut mir leid. 2 fehlen mir, wissen das? Wenn ich auf Menü gehe, habe ich denn Zeit zu gucken, ein bisschen zu schummeln? Ja, habe ich. Ich habe nämlich eine schon gesehen. Wisst ihr was? Wir schummeln jetzt nochmal ein bisschen. Ich guck da gleich nochmal nach. Du bekommst erstmal das hier. Boah, ist das gemein. Ist das... Ne, ist ja ein Kaffeeautomat. So, du gehst hier hin, bekommst dann die. Du gehst da oben hin, alles klar. Du kommst dann hier unten hin. Ich mach das... Da ist eine Perle! Ja! Oh Gott. Ich glaube, das waren alle. Vielen, vielen Dank. Du bist wirklich ein Schutzengel, Allison. Hallo Stan, wie war die Meditations-CD, die ich Ihnen gebrannt habe? Hat sie gegen den Stress Ihrer Frau geholfen? Naja, wir nehmen sie als Untersetzer und hatten seitdem nicht einen einzigen Kaffeefleck auf dem Tisch. Meine Frau liebt die CD. Ich verstehe. Naja, dann noch einen schönen Tag. Okay, oh Gott, was dauert denn? Allison, beeil dich. Beeil dich, du bekommst das hier. Da werden schon wieder Herzen verlieren sein. Wollen. Ne, wie auch immer. Da werden schon wieder Herzen verloren. Liebesbrief, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Warum wird das hier alles nicht erklärt? Ist das so? Muss das so sein? Ich stock mal eben kurz hier auf, ne? Wobei, es kommt vermutlich niemand mehr. Aber wir haben es gepackt. Wow, hätte ich nicht gedacht. Stressige Sache. Echt jetzt? Wirklich stressige Sache.
Und, hast du einen Freund? Nein, den letzten vor dem Medizinstudium. Habe einfach keine Zeit dafür, schätze ich. Gut, was hältst du dann davon, wenn wir drüben auf der anderen Straßenseite einen Drink nehmen und uns die Männerwelt anschauen? Naja, warum eigentlich nicht? Oh, wie cool! Oh, cool! Das ist ja witzig. Sieht man das jetzt auch? Ich glaube nicht, ne? Schade. Schade, schade. Wir haben es aber geschafft. Das ist super. So, Glückwunsch. Soeben freigeschaltet. Neues Minispiel. Im Labor musst du eine gefährliche Zelle in einer Petrischale finden und entfernen. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's jetzt für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.